Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Videoreihe, kann man sagen, innerhalb des Let's Plays von Kingdom Hearts Union Cross, denn ich werde jetzt hier die VIP-Quest so ein bisschen schneiden. Ich habe mir vor geraumer Zeit den VIP-Pass gegönnt, einfach um ein paar Medals zu farmen, ein paar Medaillen zu farmen. Ich gebe Geld für Free-to-Play aus. Ja, so ist es halt. Ich werde im Verlauf der Videoreihe auch so ein bisschen darüber so erzählen. Das Ganze sind halt eher so One-Taker. Und es gibt noch ein paar Parts, die werden wir auch nochmal so besprechen, etc., etc. Von daher, hier in der VIP-Quest müssen wir zum Beispiel einfach nur da diesen einen Herzlosen mit den ganzen Medaillen und so killen, sage ich jetzt mal. Und dann bekommen wir schon die ganzen Belohnungen. Das Ganze ist auch ziemlich kurz, ziemlich schnell eigentlich gemacht immer. Und das Ganze ist halt dafür da, damit wir halt unsere Medaillen aufwerten können, unsere Keyblades aufwerten können und. Ziemlich geil. VIP-Pass kostet ein bisschen was, aber nur so kommt man halt ja hier und da ein bisschen voran. Und das war schon mit der ersten VIP-Quest, nämlich Darkside Medals. Wir schauen uns mal die anderen an und ich sagte mal bis dann und ciao. Euer Let's Play eGamer, powered by eGamers Network TV.